Leute aus Köln. Fantastisches Wetter haben wir und natürlich sind wir hier im Capri unterwegs, gerade auf dem Weg zum Hive. Und heute gibt es im Hive eine richtig gute Sache. Als Konsequenz für eine schlechte Sache. Ja. Denn Paul hat in den letzten paar Wochen 3 Strikes bekommen. Er hat schon wieder 9. Echt? Ja, er hat bei dir oben mehrere Flaschen einfach stehen lassen. Tja, wieder Frühstück demnächst. Ne? Ja, die Konsequenz ist nämlich, wenn man 3 Strikes bekommt, muss man einmal Frühstück für alle mitbringen. Und das macht er heute. Paul. Das steht als nicht. Morgen. Ja, Eifi. Glaubst du, Paul hat auch Frühstück für dich mitgemacht? Glaubst du, er hat das mitgemacht? Glaubst du? Ich hoffe, oder? Ja, Eifi, ja, hast du schon auch. Eifi, hast du eigentlich meinen Pokal gesehen? Eifi, guck, mein Pokal. Guck hier. Interessiert ihn wirklich nicht. Eifi, ich bin 3. Platz geworden, hier. Eifi. Und dann ist Desinteresse wirklich. Eifi. Ja, genau, ne? Beine und Haare sind irgendwie interessanter als ein Pokal. Ein Pokal habe ich gewonnen. Da. Doing, doing, doing. Hallo? Ja, genau. Alfie, sitz. Sitz. Alfie? Ja, genau. Toller Pokal, ne? Ja, genau. Toller Pokal. Okay. Also, auch wenn sich Alfie nicht für meinen Pokal interessiert, Leute, der bekommt natürlich gleich seinen Ehrenplatz oben. Moin. Ja, alles gut. Gut. Alles gut, danke. Hallo. Hallo. Oh. Das hat ja auch so einen erzieherischen Sinn. Ja, so wie ich von Christian Danner wegen des zu spät kommst, meine kleine Lektion bekommen habe, ne, muss der Paul ja auch. Ja? Ne? Ja, muss auch. Muss ja auch lernen, ne? Muss sein. Ist so. Ist ja so. Was hast du alles mitgebracht? Zeig mal. Also, ich habe ein bisschen was zu trinken mitgebracht. Mhm. So zwei Säfte. Dann dachte ich. Oh, so, richtig innocent, ne? Möchte uns hier so eine Botschaft möchte uns halt. Das ist kein Product Placement, Leute, ja. Aber möchtest du sagen, dass du unschuldig bist, oder? Ja, das war die übergeordnete Sache. So, dann noch so. Sind das Fairtrade-Bananen? Es sind zumindest Bio-Bananen. Ob die Fairtrade sind, kann ich jetzt hieran nicht erkennen. Immerhin die Bio-Bananen, das ist schon mal gut. Ja. Dann ein bisschen Käse am Start. Käse, weil nicht alle wollen ja so süße Sachen, so mit Aromatin und Marmelade. Butter hatten wir jetzt bestimmt auch nicht da, dachte ich mir. Dann halt so normal, so Schrippen. Schrippen, sagt der Berliner hier, ja. So, dann Donuts. Oh, so, sehr gut. Von jedem eins, was da war, dass ich das nehmen kann. Und so, weil ich das auch so, ich war in 3 Bäckern. Ja. Weder Kamms, noch Backwerk, noch der Bäcker hier um die Ecke hat ein Franzbrötchen oder einen Amerikaner. Nichts? Ich hab gesagt, ich wünsche mir Franzbrötchen oder Amerikaner. Und für mich ist nichts da. Enttäuschung. Ich habe noch so eine Zuckergussschnecke mitgebracht. Eine Zuckergussschnecke. So, ob das Ersatz sein kann, weiß ich nicht. Ist das mit Rosinen? Das ist mit Rosinen. Magst du keine Rosinen? Ist das mit Rosinen? Oh Gott, ja gut. Aber ich habe nichts gegeben. Ja. Ich schätze deinen Einsatz. Kann man nichts machen. Kein Lieblingsfrühstück für mich, aber trotzdem. Hast du es schön gemacht hier. Ja. Ich würde es jetzt noch ein bisschen aufbereiten, ganz kurz. Und dann sagst du gleich Bescheid. Ja, also jetzt wird hier kurz mal aufbereitet und dann kriegen wir alle Frühstück. Ah, sieht doch ganz schön aus, Paul. Ist gut gemacht. Ich habe eher mein Bestes gegeben. Wo ist mein Stuhl? Ja, das ist leider klein. Wie bitte? Aber drin ist, glaube ich, noch was, ne? Mhm. Also Klappstuhl oder sowas. Machen wir noch. Aber hier nehmen wir die, weil die waren nicht mehr gekühlt. Die sind nur gekühlt. Die ist gekühlt? Ja, die war keine im Kühlschrank, weißt du? Oh. Die ist noch, aber noch gekühlt. Das ist ein Service, kriegst du die gekühlte. Paul, ich bin wirklich stolz auf dich. Wirklich? Ja, ein bisschen, doch. Wir sind alle ein bisschen stolz. Wir haben nicht gedacht, dass du wirklich gut hier Frühstück jetzt anbringst. Ja, hat er gerade gut gemacht. Ich glaube, ich werde mich sowieso steigern. Ich muss die Luft nach oben lassen. Es wird eh noch mehrere Frühstücke kommen, meinst du? Ja, das meint, da bin ich mir sehr sicher. Muss Luft nach oben sein. Gut. Ja, also nächstes Mal kannst du aber so selbst Pancakes vielleicht machen. Dann hast du bei mir auf jeden Fall einen Stein im Kopf. Und Eis dazu, habe ich von und Felix gelernt. Eis dazu. Paul, kriegst du das hin? Krieg ich ganz bestimmt hin, machen wir es selbst. Dann kriegst du einen Strike frei. Ich möchte heute auf jeden Fall noch ein paar Kleinigkeiten in meinem Zimmer machen. Und zwar unter anderem für die Racing-Ecke. Da fehlt mir noch mal ein bisschen Deko, ja? Und ich weiß, ich habe ja schon gesagt, das hier war meine erste Trophäe, meine erste Renntrophäe. Ja, die habe ich mitgebracht, als ich auf dem, glaube ich, 4. Platz am Pannonenring war und mein Auto irgendwo das hier aufgesammelt hat auf der Strecke. Das war die erste Trophäe und mein Teamchef, der Enrico, hat auch schon gesagt, jetzt hast du nicht mehr nur deine Plastiktrophäe hier, ja? Sondern jetzt haben wir ja eine richtige Trophäe für den 3. Platz in der Amateurwertung im Brands Hatch England in der GT4 Europameisterschaft. Die Safety Car Phasen haben uns da ganz gut reingespielt. Also wir hatten definitiv ein bisschen Glück, als wir den Preis gewonnen haben. Aber so oder so, Leute, das ist mein erster Racing-Pokal, mein erster echter Racing-Pokal. Und der bekommt auf jeden Fall seinen Ehrenplatz hier oben. Jetzt tun wir gerade einmal mal hier hin. Und wir müssen auch noch so ein Foto daneben machen auf jeden Fall. Weil hier, ich weiß schon welches. Weil wenn irgendjemand mich fragt, was ist das eigentlich für ein Pokal, ne, dann zeige ich einfach das Bild hier und sage, hier, mit dem X-Formel-1-Fahrer Christian Danner zusammen.
bin ich in Brands Hatch gefahren. Dazu packen wir noch das Foto hier, das war nämlich aus dem Rennen oder aus dem Qualifying von dem Wochenende. Auch ein sehr, sehr cooles Bild von mir im Spielchen Racing McLaren mit Funken noch unterm Auto dran. Also wirklich ein fettes Wochenende gewesen. Ich meine, hier laufen gerade auch noch die Bilder vom Vlog durch, falls ihr den Vlog nicht gesehen habt. Können wir euch gerade einfach mal hier oben verlinken, da könnt ihr euch das komplett ansehen. War richtig fett und hat uns die erste Trophäe beschert. Eine weitere Sache habe ich aber noch, und zwar, das hier war mein erstes Rennvisier und das ist mit der Zeit ein bisschen sehr dreckig, sehr kaputt geworden, weil das habe ich ja im offenen KTM Crossover benutzt, hier in dem Auto. Das Visier ist das hier, ja? Ja, kannst du direkt hier in dem dran halten, ne? Das Ding hier haben wir jetzt hier und wie ihr sehen könnt, ist der KTM Crossover ja offen und das heißt, wenn du während du fährst, fliegen dir die ganze Zeit Insekten oder auch Steine oder Gummiabrieb von den Reifen, der kann auch sehr hart sein, wenn er aufgehöhlt wird und in der Luft ist und du da mit 200 Bumm gegenschießt. Verursacht alles so ein bisschen unschöne Stellen, falls ihr das hier so erkennen könnt und wenn man da durchguckt, hat man auch nicht mehr so ganz die gute Sicht. Deswegen habe ich für diese Saison ein neues und das hier können wir jetzt eigentlich aber ganz cool auch hier als auf die Andenkenwand einmal raufstellen. Und was ich auch noch da habe, sind die originalen benutzten Rennfahrerhandschuhe von Maro Engel mit persönlicher Widmung drauf auch noch hier und Datum. Danke nochmal an Maro hierfür. Und er fährt jetzt ja dieses Wochenende beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Ich fahre ja erst wieder in 1,5 Monaten in Italien, in Misano. Aber jetzt dieses Wochenende bin ich zu Gast beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Und wir sind eben von der Zürich-Versicherung eingeladen worden. Die sind auch seit vielen Jahren Sponsor vom 24-Stunden-Rennen. Und ich werde dieses Wochenende auch viel mit denen zusammen machen. Unter anderem werden wir, weißt du schon, Paul, wir werden mit einem Helikopter während des Rennens. Was? In die Zürich, ja. Schicken die uns mit dem Helikopter und gucken wir von oben. Und ja, du kommst mit, kommst mit. Damn, nice. So, richtig fette Sache machen wir da. Ah. Und natürlich werden wir auch eine Autogrammstunde am Nürburgring machen, am Zürichstand. Und zwar um 16.30 Uhr am Samstag. Also an alle von euch, die auch da sind, kommt gerne vorbei. Es lohnt sich, glaube ich, wird ein fettes Motorsportwochenende. Also wahrscheinlich das fetteste Motorsportwochenende in Deutschland. Ich war ja schon mal 2015 da und fand es richtig cool. Und jetzt kehre ich eben wieder zurück. Und habe auch ein paar Fahrer, an denen ich privat sozusagen die Daumen drücke. Nämlich den Mauro Engel zum Beispiel. Oder der Laura von KTM. Die fährt da, glaube ich, auch zum ersten Mal jetzt mit. Und freue mich sehr, die in der Startaufstellung alle nochmal zu treffen und den Glück zu wünschen, bis sie dann auf die 24-Stunden-Reise rund um die Nordschleife gehen. Ich habe sogar noch ein Bild von der Laura. Ja, weil die ist ja auch beim KTM Crossover Battle mitgefahren in der GT4-Wertung. Hier unten ist sie, da coacht sie gerade meinen Konkurrenten um Platz 5 in der Meisterschaft, den ich im letzten Rennen noch geschlagen habe. Und sie fährt eben für KTM jetzt auch am 24-Stunden-Rennen mit. Immer noch ein mega cooles Buch hier vom Joel. So viele Erinnerungen an die letzte Rennsaison. Und so langsam aber sicher füllt sich dann hier eben auch diese Racing-Trophäensammlung. Ich muss so ein Buchstände müssen wir mal holen für das Racebook. Das ist ja auch schon fett und die Helme sowieso ist natürlich ein bisschen das ganze Schmuckstück hier. Aber wenn ihr euch mal umdreht, hier in der Ecke, die wollen wir noch ein bisschen schöner machen. Und dafür, Paul und ich haben uns überlegt, brauchen wir eigentlich hier etwas oder da, was auch hier ist. Aber das müssen wir jetzt ein bisschen bauen. Da müssen wir ein bisschen werkeln, aber darum kümmern wir uns nachher. Jetzt kommt erstmal mit. Denn heute ist der zweite Tag, an dem wir Spielkindklamotten versenden. Das heißt, unten im Lager ist Hochbetrieb und da hilft im Moment jeder mit, weil, Alter Schwede, Leute, ihr habt so viele Sachen bestellt, das ist krank. Und wir haben ja eine Vorbestellerwoche gehabt. Das heißt, in der ersten Woche gab es schon über 1000 Bestellungen. Und die müssen wir jetzt alle nach und nach abarbeiten. Das heißt, die zuerst bestellt haben, deren Sachen sind jetzt gerade schon, wahrscheinlich wenn dieses Video rauskommt, gerade bei denen zu Hause angekommen. Und wir arbeiten jetzt chronologisch alle Bestellungen ab. Und damit das so schnell wie möglich geht und ihr eure Spielkind-Sachen schneller zu Hause habt, helfen wir jetzt alle hier mit verpacken und tun und machen, damit das alles läuft. Ich glaube, ihr habt gesehen, ich bin nicht der professionellste Einpacker, ja, aber ich lerne noch dazu. Ich bin nur Lager-Azubi gerade noch. Aber ich finde das auch einfach voll spannend, so wie das alles so funktioniert. Also wie eure Bestellung reinkommt in unser Ordersystem, wie man dann seinen Packzettel bekommt, alle Sachen reintut, dann darfst du natürlich nichts vergessen, die richtigen Größen einsortieren. Ich mache eigentlich so richtig Lagerpraktikum gerade. Dann suchst du dir die passende Größe der Tüte aus, kommt noch der Sticker rein für die ersten 500 Bestellungen, die leider schon alle weg sind. Aber das ist noch eine von denen gewesen. Die bekommen auch den Go Vlog Yourself Button. Und ja, am Ende alles zumachen, Versandetikett drauf. Dann wird das nochmal ausgescannt, dass das Ganze auch zum Lager geht. Und gleich kommt dann die Post und holt alles ab. Okay, und jetzt geht alles bei uns hier aus dem Fenster. So, und das ganze Ding. Jawohl. So, rüber. Okay. Was denn? Ciao, ciao. Okay, so, also, geschafft, ja. Na, Alfie, high five. High five. Ja. Oh, Alfie. High five. Ja, genau.
geschafft, Leute. Die Bestellungen für heute sind jetzt auch alle von DHL abgeholt worden und die werden dann jetzt zu euch verschickt. Morgen zur selben Zeit ist er wieder da. Bis dann packen wir neue Sachen und so nach und nach kommen eben alle eure Sachen an. Also deswegen habt bitte Verständnis, wenn ihr nicht am ersten Tag bestellt habt, kann es sein, dass ich halt die Lieferzeit noch ein paar Tage verlängert, weil wir jetzt wirklich so schnell es irgendwie geht, packen alle helfen mit, aber ein bisschen dauert es eben. Tatsächlich sind sogar schon manche Größen ausverkauft, also gerade in L, zum Beispiel das Picture of the World Shirt in L ist einfach weg. Das heißt, wenn ihr noch irgendwas Bestimmtes haben wollt, schaut lieber heute noch nach, weil ganz ehrlich, es dauert, bis wir nachbestellen können. Die ganze Zeit vor der nackten Frau. Oh. Wieso ist die noch nackt? Die muss angezogen werden. Ja. Eigentlich wollten wir sie anziehen, aber die haben wir alles schon abgekauft. Die braucht auch L, glaube ich. Wollen wir dir was anziehen? Nein, das Problem ist, dass die Hose immer noch nicht geliefert wurde und ich finde es super awkward, wenn sie ein T-Shirt und keine Hose anhat. Das ist noch schlimmer als so. Wir warten immer noch auf die Hose. Und dann wird die endlich eingekleidet, alles klar. Ja, gut, wie immer. Wir haben mir noch mal ein paar Gedanken gemacht, Leute. Kommt mal hier mit in diesen Gang. Hier ist ja sehr viel Platz an sich. Und ich habe das alles noch mal ganz genau ausgemessen. Und das auch nicht nur gerade eben. Jetzt gerade habe ich noch was anderes ausgemessen. Eigentlich sollte ja dieser Raum hier unser Teamspielkind-Abstellraum sein. Aber noch ist es einfach nur ein Abstellraum im eigentlichen Sinne, ja? Hier haben wir alles abgestellt, was noch keinen genauen Platz hat. Aber ehrlich gesagt ist dieser Raum eigentlich viel zu schade, um hier einfach nur einen Abstellraum draus zu machen. Vor allem, wir haben hier eigentlich den perfekten Flur und hier können wir unser ganzes Equipment verstauen. Hier in die Ecke, hier auch noch größere Sachen und so weiter. Und hier drin, ihr könnt es euch jetzt noch nicht vorstellen, ja? Dieser Raum ist wirklich gerade einfach nur Chaos komplett. Und er ist jetzt ja auch nicht besonders riesig. Aber ich habe wirklich direkt vorm Einschlafen eine Idee gehabt. Das ist jetzt auch schon ein paar Nächte her. Das heißt, ich habe mir auch schon mehr Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube, es könnte echt cool werden, weil ich habe mit Paul hier gebrainstormt, was wir hier irgendwie anderes machen. Weil sobald dieser Gedanke kam, hey, eigentlich ist es hier zu blöd für einen Abstellraum, haben wir angefangen, beide zu überlegen, hey, was könnte man denn hier irgendwie drin machen. Und ich habe mittlerweile, glaube ich, eine ziemlich gute Idee, die ich auch schon so ein bisschen ausgearbeitet habe. Jetzt habe ich gerade nochmal alles hier genauer nochmal vermessen. Und es wird ein kleines, großes Projekt, das, glaube ich, ganz geil werden könnte. Was für Paul und mich auch nochmal eine neue kleine Herausforderung ist. Wir werden das auch in Videoform begleiten, erstmal wie wir das dann hier alles umbauen werden. Und wenn alles fertig ist, was wir hier drin machen, wird dann auch sehr cool, werdet ihr dann aber sehen. Aber ich wollte euch heute einfach nochmal hier diesen Raum so zeigen, dass ihr es alles nochmal so aufnehmt in euch, dass ihr nochmal seht, was für ein Chaos hier ist. Behaltet das hier mal so im Hinterkopf und dann seid gespannt, was wir hier raus nächsten Monat machen. Weil für diesen Monat wäre ich jetzt nur noch ein paar Tage da. Es geht am Wochenende ja zum 24-Stunden-Rennen und direkt danach geht es nach Afrika, nach Namibia, um genauer zu sein. Dann werden wir für eine Sache nach Europa zurückkommen. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich wirklich dahin darf. Aber ich darf wirklich dahin. Und es ist ein kleiner Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Und direkt danach geht es tatsächlich wieder nach Afrika. Also ein vollgepackter Monat. Im Juni haben wir dafür aber dann wieder Zeit hier. Und dann werden wir dieses Projekt in Angriff nehmen. Also wie gesagt, ich wollte es euch schon mal vormerken lassen. Wird, glaube ich, ganz fett. Für heute machen wir aber Feierabend. Ist schon lange dunkel geworden. Wir haben jetzt noch viele, viele Sachen heute wieder klären müssen. Bei 25/8 bei Spielkind. Deswegen wird es wieder ein ziemlich langer Arbeitstag. Und wir haben auch nicht geschafft, was wir drüben machen wollten. Das holen wir aber diese Woche noch nach. Da müssen wir noch ein bisschen was basteln. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Das ist nur so eine Kleinigkeit, aber könnte, glaube ich, ganz cool aussehen am Ende. Aber ja, für diesen Raum haben wir eben große Pläne. Aber dazu alles später mehr. Vielen Dank euch jetzt erstmal hier heute fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben und bis morgen oder übermorgen zum nächsten Vlog. Mach's gut. Ciao, ciao. Unter Beobachtung muss Paul jetzt ihr Frühstück machen. Zu Hunger. Voll. Glaubt ihr, kriegt das hin? Also bis jetzt sieht richtig gut aus. Ne? Sieht nicht schlecht aus. Und Donuts, glaube ich, auch. Paul muss öfters Strikes. Ich hätte nicht damit gerechnet. Paul wird öfter Strikes. Ich bin so froh. Er ist schon vierten Strike, ne? Was? Ja, ja. Wo kommt der denn her? Hat Kathi gesagt. Oh, perfekt. Also Kathi hat gesehen, was Paul mitbringt. Also direkt erstmal fünften Strike auch. Also auch richtig gut mit Saft und so. Oh, der Paul. Ja, da werden nicht doch helfen. Dürfen wir? Ja, okay. Ein bisschen zumindest. Der Arme. Au, Entschuldigung.